es unterstreicht nur die Wichtigkeit von Bellingham für Dortmund, wenn er mal ein Spiel nicht derjenige ist, wo alle auf die Stühle steigen. Sagen wir mal so, wenn er bleibt noch ein Jahr, ist das für mich eine der größten Sensationen des kommenden Sommers. Life! Liebe Zuschauer, Sie sehen es schon, wenn meine Kollegen zumindest meine männlichen Krawatte tragen, alle wohlgemerkt, dann muss es ein besonderer Anlass sein. Und das ist es auch, nämlich Reif ist live, die 300. Und damit ganz herzlich willkommen. Und es ist ein bisschen Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet heute bei der Jubiläumssendung Sie keine Krawatte haben, Herr Reif. Ja, das, ihr sollt besser wirken. Das irritierte uns, spricht aber natürlich, wenn ich alles absprechen vor den Sendungen. Die Frage, die uns aber, uns männliche Kollegen auf jeden Fall am brennendsten interessiert, mit wem würden Sie denn am ehesten heute Trikottausch machen? Wir hätten den Museumsdirektor, wir hätten Herr Kollege, in meinem Alter macht man keine Anfängerfehler. Also das, was Sie hören wollen, werden Sie nicht hören. Nein, ist alles gut. Muss sagen, Respekt. Keine Todsünden dabei. Nein, Respekt, Respekt. Aber ich muss auch mal ein Kompliment loswerden, ein modisches Kompliment. Da haben Sie echt Serge Gnabry-Niveau erreicht. Aber ist die Frage, ob das jetzt ein Kompliment ist, Serge Gnabry-Niveau, ne? Ich weiß schon, was, ja, ist gut. Nur das, aber zuletzt habe ich mal das ein oder andere Tor gemacht, oder nicht? Na, eingewechselt worden zumindest. Das Bild verstehe ich jetzt noch nicht. Im Vergleich. Ja, ich muss gerade kurz einmal, dauert ein bisschen länger an diesem Morgen. Aber also, ich würde sagen, lassen wir es, Herr Gnabry, vom Haken. Alles gut. Gut. So, dankeschön. Aber das wird von der Presse aufgebauscht. Und gerade von den Boulevardmedien und besonders von der Zeitung mit den vier großen Buchstaben. So, und das Schöne ist, da wir wirklich nichts absprechen, Sie kriegen trotzdem immer die Überleitungen hin zum nächsten Thema. Auch hier, wir sind beim FC Bayern. Meine geschätzte Kollegin haben jetzt ganz kurz Pause, denn wir teilen uns, liebe Fußballfans, die Slots untereinander auf. Jetzt geht's los mit Fußball. Jetzt reden wir über Bayern und anschließend geht's dann auch mit Valentina, Kali und Walter weiter zum BVB, zum Internationalen und zu einem Gary Lineker-Skandal. Jetzt aber die Bayern und ihr habt kurz Pause. Wir ziehen einmal um und freuen uns darüber, dass es ja eigentlich, Herr Reif, einen sehr entspannten FC Bayern gerade geben müsste. Denn es sind jetzt 2 Punkte Vorsprung, wie wir uns auf der Tabelle einmal ganz kurz anschauen können. Nachdem das ja in den letzten Wochen für Bayern-Fans eher immer so ein dahinschmelzender Vorsprung war. 9 Punkte haben sie auf die Dortmunder verhühnert, wie sie neulich so schön sagten, Herr Reif. Sind es jetzt wieder 2 Punkte Vorsprung für die Bayern und dann ein bisschen Break, bevor Leipzig, Union und Freiburg mit 45 kommen, hinter den Dortmundern mit 50. Also, alles easy beim FC Bayern, oder? Mein Kollege Christian Falk hatte die Gelegenheit, mit Julian Nagelsmann, dem Trainer, nach diesem 5:3 gegen Augsburg zu sprechen und wir achten mal auf die Zwischentöne. Julian, beim 5:3 überwiegt die Freude über die 5 Tore oder ärgert dich als Trainer mehr, dass es noch 3 Gegentore gab? Nee, überwiegt schon die Freude. Wir müssen Spiele gewinnen. Ich glaube, 3 Tore sind unnötig. Die ersten 2 können passieren. Elfmeter waren ein bisschen unglücklich. Das 3. Tor, glaube ich, müssen wir nicht kriegen. Wir haben insgesamt dann so ein bisschen die Struktur in den letzten 10 Minuten verloren. Ein bisschen zu viel Freestyle gespielt. Das war nicht mehr ganz so kontrolliert. Sonst insgesamt, glaube ich, wenn wir auf dem Gaspedal bleiben, können wir heute auch 8, 9 Tore schießen. Wir hatten extrem viele gute Situationen, haben, finde ich, auch gerade offensiv sehr guten Fußball gespielt, sehr gute Positionierung, gute Abläufe, wie zuletzt auch. Ja, am Ende hochverdient gewonnen. Das Ergebnis hat ja den Zuschauer ein bisschen unterhalten, ist auch was wert. Du hast den Sorgenkindern Gnabry, Sané, Cancelo jetzt mal wieder die Chance gegeben. Wie haben sie dir gefallen und ist Cancelo auch jetzt schon so weit, dass er das System verinnerlicht hat? Ja, es hat auch vorher. Es hatte einfach andere Gründe. Wir brauchten einen Dreierkettenspieler gegen Paris. Und auch davor, die 2 Spiele, haben wir es einfach einstudieren müssen, dass wir ein bisschen auch in den Rhythmus kommen. Und Joao ist kein Dreierkettenspieler. Recht simpel erklärt. Da können sich die Experten noch 5 Stunden drüber unterhalten in jeder Sendung. Das muss man irgendwann einfach reinkriegen, dass der Joao noch nie in seinem Leben Halbverteidiger gespielt hat. Und wir haben einen gebraucht, weil Benji ausgefallen ist. Plus Upa dann in der Bundesliga gesperrt war. Und dann sind schon mal 3 Spiele, die wir zweimal waren Spieler gesperrt. Ins 3. Spiel haben wir es einstudieren müssen. Dann ist es relativ simpel zu verstehen, dass Joao da nicht spielen konnte. Heute hat er es sehr gut gemacht. Auch Lee und Serge sind wieder gut drin, kriegen wieder Rhythmus. Ja, heute haben wir 5-mal gewechselt. Ist ja immer so in der Medienwelt, dann 5-mal gewechselt, war alles richtig. Wenn man verliert, dann war es zu viel Rotation. Das ist ja recht simpel zu erklären, die Schlagzeilen. Und heute war es alles richtig. Du hast die Medienwelt angesprochen, du hast unter der Woche über Shit gesprochen, über der über dich geschrieben wird. Was meintest du damit? Ja, das wisst ihr ja, was alles schreibt.
und du wolltest vieles aufdecken irgendwann mal. Was meintest du damit? Ja, nichts Konkretes jetzt, sondern geht es einfach allgemein Dinge, die, wie jetzt gerade zum Beispiel, dass man sich 10 Stunden drüber unterhält, warum Joao nicht spielt, anstatt man einfach drüber nachdenkt, welche Position denn gefragt ist für das Spiel in Paris oder gegen Paris als Beispiel. Soweit Julian Nagelsmann nach dem 5:3 gegen Augsburg. Herr Reif, ich versuche mal zu übersetzen. Journalisten und Experten sind zu doof zu begreifen, dass Cancelo nicht zur Paris-Taktik passte? Taktisch lässt sich da vieles erklären. Warum macht das denn nicht irgendwann mal vor dem Spiel? Wenn klar ist, Cancelo wird nicht spielen. Das ist doch ein Ding mit Anlauf gewesen. Also sie holen einen, der gerade, weiß ich nicht, ein paar Tage her in eine Weltauswahl gewählt wurde. Und der spielt dann nicht. Ist er verletzt? Nein. Ist er gesperrt? Nein. Also fragen sich Menschen, die vielleicht taktisch nicht so drin sind. Dreierkette, Viererkette. Halbverteidiger. Es sind viele solche Dinge. Und es wäre doch ganz leicht vom Tisch zu wischen gewesen. Gibt auch eine Pressekonferenz. Pass auf, jetzt erkläre ich es euch mal. Das habe ich auch Joao Cancelo im Übrigen so erklärt. Und dann kriegst du die Schärfe raus. Aber ansonsten kann ich gut verstehen, dass Menschen fragen, sag mal, ihr holt einen solchen Mann und der spielt dann nicht. Was habt ihr euch dabei gedacht? Oder wollt ihr das immer spielen so? Dann wird er ja nie einer. Oder muss er es erst lernen hier in ein paar Wochen? Auch nicht so einfach, wenn einer von seiner ganzen Art so ein offensiver Spieler ist wie Cancelo. Nochmal, taktisch sehr gut nachzuvollziehen. Wenn du links marschieren hast und wenn du dann rechts auch noch marschierst, wird's irgendwann mal, hast du ein bisschen zu viel Offensive auf dem Platz. Oder andersrum, den einen oder anderen Defensiven zu wenig. Und deswegen ist das nachzuvollziehen. Da hat sich was so entwickelt, was man leicht hätte erklären können vorher. Das haben sie auch nicht gemacht. Bei Sané Gnabry ist was anderes, denn da müsstest du interner ausbreiten. Dass da nicht so viel drüber geredet wird, ist okay. Das kann ich nachvollziehen. Da müssen wir halt rum spekulieren und halt Dinge sehen oder finden. Zumindest können wir darüber reden. Bei Cancelo, wie gesagt, wäre es einfacher gewesen. Aber jetzt war ja alles gut gegen Augsburg. Jetzt warten wir wieder das nächste Wochenende ab. Aber jetzt haben wir es ja alle verstanden, hoffe ich, mit der Dreier- und Viererkette. Wage mir gar nicht auszumalen, was wir uns werden anhören müssen, falls er die Champions League gewinnen sollte nach all der... Ja, natürlich, nochmal. Und das scheint ihn ja schon irgendwie zu umtreiben, obwohl er immer sagt, er würde nichts lesen und sich allein auf den Job als Trainer konzentrieren. Er weiß sehr gut Bescheid, was um ihn herum berichtet wird. Das ist ein noch junger Mann und das ist doch klar, dass ihn das, und er kennt das nicht. Also Carlo Ancelotti, wenn Sie sagen, Sie wurden doch damals vor 45 Jahren, wurden Sie da nicht schon mal kritisiert? Ja, genau. Und da habe ich dann gelernt, wie ich mit Kritik und mit Dingen umgehe. Und wenn ich weiß, was ich tue, dann geht mir das sehr weit an, umfährt mich das weitläufig. Aber so ein junger Mann, der zum ersten Mal in einem solchen Club ist. In Leipzig lief alles gut und wenn etwas nicht sensationell gut lief, war es immer noch gut genug. Und Hoffenheim das Ganze nochmal in dreifacher Potenz. Und jetzt bist du in München und ja, der Vorsprung war geschmolzen, wir kommen ja dann später nochmal dazu. Auf null geschmolzen, punktgleich mit Dortmund und Champions League drohte ein Aus gegen Paris, gegen einen solchen Gegner. Ist jetzt alles schon völlig okay? Nein, er wird immer noch mal Niederlagen erleben und Siege erleben und aus denen lernt man. Und dann wird die Haut auch dicker. Mein Kollege Alfred Draxler ist die Wette eingegangen, dass er den Pep Guardiola-Rekord knackt, der bislang der jüngste Champions League-Siegertrainer ist. Mit 38 hat Guardiola das geschafft, Julian Nagelsmann ist noch 35. Für wie realistisch halten Sie das, dass er innerhalb der nächsten 3 Saisons den Henkelpott in die Höhe stemmen wird dürfen? In der Saison zum Beispiel wäre es durchaus denkbar. Haben Sie irgendeine Mannschaft, wo Sie sagen, also das könnte... Ich bin mal sehr gespannt jetzt auf Real, das Rückspiel gegen Liverpool und auch Man City werden wir ja am Dienstag sehen gegen Leipzig. Und Neapel, das sind so 3, aber auf Augenhöhe maximal. Maximal auf Augenhöhe. Deswegen, also würde ich jetzt nicht sagen, also dieses Jahr noch nicht, aber vielleicht so in 2 Jahren. Sie haben da einen Kader rumsitzen. Cancelo sitzt draußen oder nicht, das werden wir sehen. Und ähnliche Granden. Das ist doch klar, dass sie sind mit in der Verlosung. Und so wie sie jetzt gespielt haben gegen Paris, fragen Sie mal Mbappé nochmal nach, wie der das fand, wie das Spiel gelaufen ist. Am Freitag gab es ja nochmal einen Sané-Aufreger, weil er 2 Minuten zu spät zum Treffpunkt kam. Nagelsmann hat ihn trotzdem spielen lassen am Samstag. Er hat es ihm mit einer sehr engagierten Leistung und einem Tor gedankt. Glauben Sie, dass das Nagelsmann vielleicht sogar ganz recht war, dass er
nach dem zu spät kommen Sané nochmal signalisieren konnte, ich lass dich jetzt trotzdem spielen, weil ich an dich glaube, lass die da wieder schreiben mit zu spät kommen und Disziplin, interessiert mich nicht. Ich weiß, dass du deine Lehren gezogen hast, was die Einstellung betrifft und dann dementsprechend spielst du jetzt auch gegen Augsburg, wie er es vorhatte. Also erstens hat er erklärt, dass er einen Physiothermin hatte vorher und also nicht etwa zu Hause ein bisschen es sich hat gut gehen lassen, bis er kam. Das kann ich alles nicht nachvollziehen, deswegen weiß ich nicht, wenn es so wäre, wie Sie sagen. Ja, das ist doch die Grundfrage. Und das, wir sind hier nicht in der D-Jugend, wo du sagen kannst, pass auf, wenn du nicht antrittst um 10:30, dann kannst du gleich mit dem Papa wieder nach Hause fahren. Sondern das ist doch, sind doch schon erwachsene Männer, sind Spieler von international sehr hohem Niveau. Und das Ganze passiert in der Öffentlichkeit. Jetzt muss ein Trainer den Weg finden, wie gehe ich mit solchen Spielern um? Wie viel Leine kann ich lassen? Sind 2 Minuten oder ab wann fängt es an? 3 Minuten, 5 Minuten? Wie oft kann ich sagen? Und dann geht es nicht darum, um den einen zu erziehen und sich an dem festzubeißen. Wenn das passiert, hast du sowieso verloren. Weil dann sitzen die anderen, lehnen sich zurück und sagen, na, super. Sondern es geht darum, die berühmte Kabine, die vernünftig führen und klar sein und Spieler müssen wissen, warum sie nicht spielen. Spieler müssen wissen, was sich gehört, was sich nicht gehört. Bei Louis van Gaal, der hätte ihn an den Ohren hochgezogen. Das ist lustig, so im Nachhinein, beschränkt lustig, wie ich finde, mit erwachsenen Leuten. Und das endet irgendwo dann, weil eine Kabine, die Spieler, und das sind schon welche mit einer Macht, die sitzen ja nicht da und sagen, ich habe die Macht, aber wenn die alle einig sind und sagen, dieser Trainer ist für uns nicht der Richtige, kriegen die schon hin. Also deswegen könnte es das Gefühl gewesen sein, auch gerade von Nagelsmann, dass das bei den Spielern gerade ganz gut ankommt, wenn er Sané jetzt, weil die Spieler wissen, wir brauchen einen starken Sané, um die Ziele zu erreichen. Und darum geht's. Ist Sané ein Spieler für uns, ein wichtiger Spieler für die Mannschaft und ist er für ihn noch ein wichtiger Spieler? Oder sagt er, pass auf, ich gebe auf. Schluss, aus. Der spielt bei mir nicht mehr. Und jetzt gucken wir mal Machtkampf. Das allerdings kann er einen Club in die Luft jagen. Deswegen, ja, das sind wichtige Zeichen, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Sané nehme ich an auch. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, lieber Herr Reif, liebe Fußballfans, dass der Slot zu den Bayern jetzt vorbei ist. Kali Underberg wird eingewechselt und wird sich jetzt um den BVB kümmern, gemeinsam mit Marcel Reif. Viel Spaß. Kam auch nicht zu spät, deswegen darf er immer wieder rein. Ich stand die ganze Zeit schon hinter der Tafel mit der Abwechslung. Bravo, immer ein bisschen früher zum Training, dann gibt's keine Probleme. Stollencheck gemacht. Wir können rot abhaken und kümmern uns ein bisschen, Herr Reif, um die Schwarz-Gelben und ziehen Bilanz. Wir sind noch mitten in der Saison, aber wir ziehen deswegen Bilanz, weil Edin Terzic, der Trainer des BVB, die vergangene Woche ja als die wichtigste Woche der Saison bezeichnet hat. Spiel gegen Leipzig, gegen Chelsea in der Champions League und das Derby gegen Schalke. Sieg, Niederlage und raus aus der Champions League und ein Unentschieden trotz zweifacher Führung gegen Schalke. Sie dürfen Bilanz ziehen. Wie gut war sie denn nun diese Woche? Terzic hat auch Bilanz gezogen, ja, und findet das sicher auch nicht so dolle. Also muss man differenziert sehen. Das eine ist ein Gegner wie Chelsea. Kann man verlieren? Kann man ausscheiden? War es gut genug, um richtig, sagen wir mal, völlig unbeschädigt auszuscheiden? Nee, das war nicht so dolle, das Spiel. Das war zu wenig für ein BVB, wie wir ihn zuletzt erlebt hatten. Da haben sie das nicht abgerufen, was sie vielleicht doch können. Oder wir glaubten, dass sie es können. Und Terzic offenbar auch. Ich habe nicht ganz verstanden, warum er das so hochhängt, warum er das sagt. Dass vielleicht wollte er testen und er uns allen und sich selber und der Mannschaft auch klar machen, pass auf, es wird schon wieder von Meisterkampf geredet. Du kennst die Zeitung mit den 4 großen Buchstaben. Die machen schon wieder Meisterkampf. Jungs, ich glaube, ihr seid noch nicht so weit, aber pass auf, dann machen wir mal diese Woche zu der Woche, wo der Hammer hängt oder die Hämmer hängen. So, das auf Schalke war zum Teil richtig gut, weil sie gezeigt haben, wie sie Fußball spielen können, aber wieder mal, und da greife ich zurück in den Schrank unten wieder in die Schublade, wieder mal so, dass du so ein Spiel nicht zu Ende bringst, dass sie die bessere Mannschaft sind, waren und auf absehbare Zeit bleiben, ist unstrittig. Das musst du halt dann einer Mannschaft wie Schalke zeigen, die ihre Mittel hat, die ihr Ding gemacht hat, die ihr Spiel bis am Ende durchgedrückt hat. Und dann stehst du mit einem 2-2 da und hast 2 Punkte verloren.
Also, unterm Strich rein vom Ergebnis her, wieder 2 Punkte Rückstand auf die Bayern. Die kommen wieder vor Lachen nicht ins Schlaf. Und gegen Chelsea, ja, ist das so ein überragender Gegner? Nur noch mal schnell einen Satz. Ja, individuell, ein Blick auf die englische Tabelle reicht, um festzuhalten, nein, ja, sind sie in dieser Saison nicht. Und das individuell, ja. Sicher werden die mal eventuell eine wirklich Spitzenmannschaft in Europa, müssen sie ja werden mit denen, die da rumtouren. Aber sind sie schon eine Mannschaft? Nee. Hast du ihnen zu viel Zeit und Raum gelassen, sich zu gerieren, als seien sie schon sehr viel weiter? Ja, hast du. Also, 2 Dinge, die nicht gut waren. Waren sie nicht gut, weil da Himmel und Hölle zusammengefallen sind und irgendwelche Bälle in den Winkel geflogen sind, die gar nicht rein können? Nee, sondern wenn du dir die beiden Spiele angeguckt hast, sagst du, ehrlich gesagt, passt. Über 180 Minuten, das passt. Zählt ja bei Hin- und Rückspiel dazu, waren sie einfach nicht gut gewesen. Chelsea, passt. Von mir aus mit leichtem Applaus raus, aber raus. Und auf Schalke, passt. Nee, ja, passt. Ergebnis, passt. Das ist das, was ihr heute abgeliefert habt. Gibt keine Legendenbildung und kein War und kein Schiedsrichter, nichts. Einfach nur, nee, da wart ihr nicht gut genug. Ist bedenklich, weil es wieder ein Rückfall ist, ja, oder war. Zumindest das Thema Mentalität machen wir jetzt mal nicht auf. Wir hören aber rein, wie Edin Terzic selber denn das 2-2, was sich ja doch anfühlt wie eine Niederlage nach zweimaliger Führung gegen Schalke, so einordnet. Ich habe es gesagt, das ist letzte Woche vor dem Leipzig-Spiel losging mit der wichtigsten Woche, die wir bis jetzt in der Saison hatten. Und da ging es darum, dass wir drum kämpfen, noch wichtigere Wochen zu bekommen. Und jetzt glaube ich, dass es in den letzten 2 Tagen schon 2 enttäuschende Momente gab, aber total unterschiedlich. Das Spiel, so wie du es jetzt gesagt hast, es ist immer unnötig auszuscheiden in der Champions League, aber wir haben es ja schon nach dem Spiel erwähnt, wir haben gegen Chelsea gespielt und wir sind verdient ausgeschieden, weil der Gegner in diesen beiden Spielen, in den beiden Vergleichen einfach besser war. Heute, glaube ich, hätten wir mehr verdient gehabt als ein Unentschieden. Und trotzdem ist das auch Teil des Spiels, wenn du den Gegner nicht dann die Tür schließt, sondern immer wieder es offen lässt, sie dann mit dieser Energie und unter dieser Atmosphäre dann zurückkommen lässt, dann ist es halt einfach nicht verwunderlich, dass du nicht als Sieger vom Platz gehst. Und trotzdem müssen wir daraus lernen. Es ist frustrierend, trotzdem haben wir jetzt die Siegesserie ist unterbrochen worden, aber wir sind trotzdem noch bei 8 ungeschlagenen Spielen in der Bundesliga in 2023 und daran werden wir uns weiter arbeiten und versuchen, es noch besser zu machen. So, eine große Zusammenfassung von Edin Terzic zu der bisherigen wichtigsten Woche der Saison. Das Bild mal aufgenommen, er sprach von Schlüsseln und Tür abschließen. Er selber gibt natürlich einem Spieler den Schlüssel immer in die Hand, das ist Jude Bellingham. Wir brauchen nicht über seine Qualität reden, wir müssen aber über seine Form reden und über das, was wir an seinem Knie sehen. Da ist nämlich immer was getaped schon. Er hat Knieprobleme. Wie entscheidend ist aktuell das Formtief von Jude Bellingham für das gesamte Konstrukt BVB? Also, dass das nicht hilft, eine Formschwäche bei dem wichtigsten Spieler, den sie haben, liegt auf der Hand. Dass er sehr viel gespielt hat, sehr viel spielen musste und dass das eine Belastung ist, auch für einen jungen Kerl, WM, England. Plus, ich bin kein Esoteriker, aber du bist der wichtigste Spieler für uns in Dortmund. England, das wissen die alle noch nicht hier, aber du bist der wichtigste Spieler, den wir haben im Mittelfeld. Wichtig, wichtig, wichtig. Oh ja, da bin ich aber sehr wichtig im ersten Moment. Und keine 20 Jahre, das darf man aber nicht vergessen. Also ist für 19-Jährigen, oh, da bin ich aber ein ganz wichtiger. Ja, nur irgendwann mal ist das auch Druck, der Berühmte. Irgendwann mal sagst du, so, aber ich soll hier alles machen. Dann spielte er auch so im ersten Spiel gegen Chelsea, da erinnere ich mich so dran, da lief der überall rum. Nicht gut. Da wollte der mehr, wollte der auch wieder gegen einen englischen Club und in England gucken sie doppelt hin. Alles ein bisschen viel für einen jungen Mann, Punkt. Und wenn da wirklich was ist, wir können nicht reingucken, das müssen die Dortmunder wissen, dann ist das gefährlich bis zum Ende der Saison, für das letzte Drittel. Und B, dass ein junger Kerl mal in ein Formtief fällt. Also Leute, nicht böse sein, aber das ist, Kaffee ist schwarz, so. Das ist das, oder nachts wird's dunkel. Das ist das Normalste von der Welt. Es unterstreicht nur die Wichtigkeit von Bellingham für Dortmund, wenn er mal ein Spiel nicht
derjenige ist, wo alle auf die Stühle steigen. Und früher oder später wird und muss sich Dortmund damit beschäftigen, wie spielen wir ohne Jude Bellingham. Oh ja. Die Frage ist, im Sommer oder später, jetzt die anstehende Länderspielpause, die ja bald kommt, wäre das ein richtiger Zeitpunkt, um auch Druck von Vereinsseite aufzubauen? Jude, jetzt entscheiden, gehen wir mit dir ins nächste Jahr, ja oder nein, oder verkaufen wir dich? Deine Entscheidung, was machst du? Ich habe vorhin gesagt, Anfängerfehler mache ich nicht. Ich werde Herrn Watzke nicht sagen, was er tun soll, weil ich dann weiß... Klingelt sofort das Telefon. Ja. Also, die sind doch in Gesprächen und die Entscheidung, also, was, sagen wir mal so, wenn er bleibt noch ein Jahr, ist das für mich eine der größten Sensationen des kommenden Sommers, weil andere Clubs, habe ich ja schon mal gesagt, brauchen jetzt nicht, aber dann warten wir halt noch ein Jährchen, also fahren Sie mal Jürgen Klopp, was der sagt, die werden alles zusammenkratzen, was es an Pfund, Dollar und Euro und sonst was gibt, und wenn nicht, wenn sie welche drucken, um ihn zu holen. Das heißt, die Zeit wird es gar nicht geben. Ich denke, Sie wissen beide, dass im Sommer wird nach meiner Meinung wird er hundertprozentig gehen. Das weiß man in Dortmund. Das sagt man natürlich jetzt nicht, weil sie wollen ja nur in Ruhe ihre Saison spielen. Aber dass sie miteinander reden, die haben ein gutes Verhältnis miteinander, mit der Familie, mit dem Vater, so viel ich weiß in Dortmund. Das ist keine vergiftete Atmosphäre. Jetzt sag endlich, was ist denn jetzt los mit dir? Das ist nicht giftig. Das ist okay. Herr Reif, eine Sache, wir haben nur noch eine Minute und Walter Maria Straaten schacht schon mit den Hufen. Aber es gibt noch eine andere Causa, ganz schnell. Das Thema Haller. Eine irre Geschichte, er kommt nach Krebs zurück, spielt. Ab wann ist der Zeitpunkt denn da, dass man ihn auch kritisieren darf? Oder muss man einfach sagen, die Saison keine Kritik an Haller? Fakt ist, die Bilanz ist eines Neuners nicht würdig. Ganz sensibles Thema, gar keine Frage. Nee, gar nicht sensibel. Das eine ist der Mensch mit seiner Krankengeschichte und seiner wunderbaren Heilung. Lieber Gott, lass es so sein. Heilung wirklich. Und das andere ist, du spielst mit 11 Mann. In dem Moment, wo er auf den Platz geht, ist er ein Spieler wie jeder andere. Also das ist da schaffen wir ja Kategorien, da werden wir alle verrückt. Und es wird auch ihm nicht gerecht, weil er geht ja auch auf den Platz und sagt nicht, du, aber ihr wisst schon, ich bin der, der vom Hund jetzt geheilt ist, sondern ich bin der Neuner hier. Was haben Sie getan, um als Ersatz zu holen? Modest funktioniert nicht. Das müssen sich die Dortmunder fragen. Wie sind Sie damit umgegangen? Jetzt sind Sie von Haller abhängig. Und ob er nach so einer Pause schon mehr liefern kann, steht in den Sternen. Brauchen Sie mehr? Ja, wenn du Meister werden willst. Entschuldigung, nein, die wollen ja nicht Meister werden. Wenn du mit da oben dabei sein möchtest, in der wichtigsten Woche aller Zeiten, dann brauchst du auch einen Mittelschirmer. Und das funktioniert im Moment noch nicht. Ich genieße es, hier zu stehen, aber es ist nun mal dem Spielfilm geschuldet, dass ich jetzt ausgewechselt werde. Sie haben eben gesagt, 11 Mann. Es gibt einen Mann, der hat gesagt, ein Fußballspiel, spielen 11 gegen 11 und am Ende gewinnen die Deutschen. Es war Gary Lineker und damit übergebe ich das Wort an Walter Maria Straaten. Der kann sich an die Zeit noch sehr gut erinnern. Viel Spaß, Walter. Danke. Ja, wir können uns alle an die Zeit erinnern, glaube ich, als Deutschland am Ende noch die wichtigen Spiele gewonnen hat, oder? Dunkel. Der große Satz von Gary Winston Lineker. Ja, und damit sind wir schon beim Thema. Das ist eine Story, die England gerade mehr aufregt als alle Fußballspiele, die es da so gibt. Der Fall Gary Lineker. Einmal kurz zusammengefasst, ehemaliger Nationalspieler und Moderator der Sendung Match of the Day, das ist vergleichbar mit der Sportschau bei uns, ist von der BBC am Freitag suspendiert worden. Der Grund ist ein Tweet, ein privater Tweet, den er am Tag zuvor abgesetzt hatte bei Twitter. Hier sehen wir ihn. Er hat kritisiert darin die restriktive Asylpolitik der englischen Regierung, die Asylanten, die illegal das Land betreten, kein Asylrecht mehr gewähren will. Und er vergleicht die Sprache der englischen Regierung mit der Sprache in den 30er Jahren in Deutschland. Das ist der klare Hinweis auf die Nazis, das muss man sagen. Daraufhin am folgenden Tag die Suspendierung durch die BBC. Das wiederum hatte zur Folge, dass sich Trainer, Spieler und auch BBC-Kollegen, Kommentatorenkollegen aus Solidarität verweigert haben, der BBC-Sendung Match of the Day. Auch Jürgen Klopp war dabei. Er hat kein Interview gegeben nach dem Liverpool-Spiel am Samstag und er hat sich stattdessen so geäußert. I cannot, but I'm not native, but I cannot see any reason why you would ask somebody to step back. Ich bin kein Muttersprachler, aber ich sehe keinen Grund, warum er für diese Aussagen zurücktreten soll. Ich finde einfach keinen, doch das mag an der Sprachbarriere liegen. But that's the world we are living in. Das ist nun mal die Welt, in der wir leben. Alle sind so sehr damit beschäftigt, es jedem recht zu machen und immer das Richtige zu sagen. Wer das nicht tut, kreiert sofort einen Shitstorm. Das macht es so schwierig. Then you create a shitstorm, which we didn't have when we were young.
So these kind of things, it's a really difficult world to live in meanwhile. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, war das eine Meinung zu Menschenrechten. Und die sollte er äußern dürfen. An opinion about human rights. And that should be possible to say. Marcel Reif, was sagen Sie über unseren Kollegen Gary Lineker und den Fall? Es ist nicht ganz unkompliziert. Also lass mich mal zusammenfassen. Nazi-Vergleiche, nein, erstmal, es war nicht auf dem Sender, sodass der Sender sagen könnte, also das wollen wir nicht, politische Äußerungen gibt es nicht auf dem Sender. Allerdings hatten sie vor Katar, vor der WM gesagt, bitte die Menschenrechte immer wieder erwähnen und im Auge haben. Also da ist immer schwierig, wenn man dann immer nur die reine Wahrheit haben möchte, ist nicht so einfach. War aber nicht auf dem Sender, sondern war ein privater Tweet. Er ist aber eine öffentliche Person, wenn er so etwas öffentlich tut und den Tweet veröffentlicht, lesen das Menschen. Es geht wirklich nur um den Nazi-Vergleich. Die Asylpolitik und die Politik gegenüber Flüchtlingen in England ist umstritten. Dann sofort rückführen, Flüge nach Ruanda, irgendwo hin, wo wirklich klar ist, dass es dort lebensgefährlich ist für Menschen. Also das sind nicht nur Sozialflüchtlinge, sondern nicht nur, Entschuldigung, Gottes Willen, Menschen, die flüchten, weil es ihnen besser gehen soll. Jeder ist zu respektieren. Aber da ist es noch besonders kritisch. Darüber wird diskutiert. Die konservative Regierung möchte das restriktiv haben. Und jetzt greift er also diese Politik an. Das darf jeder, finde ich. Die Meinung darf man haben. Der Nazi-Vergleich. So, jetzt muss man, ich habe in England 2 Jahre gearbeitet und gelebt und war politischer Redakteur da. Also ich habe da vieles hautnah erlebt. Man neigt dort sehr gern und die Boulevardpresse sowieso und auch im Sport. Es geht ganz schnell gegen die Panzer. Lassen Sie mal irgendeine deutsche Mannschaft in irgendeinem Kasperl Cup da antreten. Es geht sofort, kriegen Sie die Panzer und kriegen militaristische Dinge. Und also mir ist das auch zu hoch gegriffen, dieser Nazi-Vergleich. Aber in England ist das noch ein bisschen, gut, die hatten auch keine Nazi-Vergangenheit. Wir sollten, die haben sich dagegen gewehrt. Wir sollten hundertfach, bei uns ist das völlig undenkbar. Dort, ja, es ist nicht geglückt, finde nicht glücklich, aber es ist nicht so weit hergeholt. So, jetzt greift also die BBC ein und der Mann zuletzt auch eine große Nähe zu der konservativen Regierung unterstellt hat und glaube ich nicht ganz grundlos. Also mit der ganz großen Kelle. Wenn Sie gesagt hätten, Gary, das war ein bisschen viel, also die BBC sagt, distanziert sich jetzt mal. Nein, die kann sich ja nicht distanzieren, weil er es privat gemacht hat. Wenn sie öffentlich jemand gesagt hätte, der Vergleich war ein bisschen weit hergeholt, finden wir. Also das bitte hören wir nicht so gern und bitte schon mal gar nicht irgendwann mal prophylaktisch auf dem Sender. Aber sofort runternehmen vom Sender ist schon massiv. Dazu ist mir das auch nicht dramatisch genug und nicht fehlbar genug, um das zu rechtfertigen. Und der Rest der Welt dort sieht das offenbar ähnlich. Und jetzt wird es zu einer Sackgasse, aus der bin ich mal gespannt, wie sie alle da rauskommen. Also Sie sagten, es ist wie Sportschau, das ist mehr als Sportschau. Sportschau ist die Zusammenfassung. Da ist live und das geht von, weiß nicht, gefühlt von morgens um 8 bis nachts um Mitternacht. Live-Spiel und noch eins und Match of the Day und Tralala und Musik. Das ist schon die ganz große Kapelle. Und die haben sie gespielt ohne die Streicher und die Bläser jetzt am Wochenende. Die haben sie ohne Kommentatoren einfach nur mit Bildern und gezeigt. Keine Moderatoren, ja. Das ist schon dann die kleine Kombo nur noch. Haben Sie eine solche Solidarität erwartet? Also ich meine, dass die ganze Premier League Spieler, Trainer wie Jürgen Klopp und auch die Kollegen sagen, dann schweigen wir auch. Ist das nur in England möglich oder wäre sowas auch, Sie kennen sich im deutschen Fernsehen sowohl öffentlich-rechtlich als auch privat gut aus, wäre das auch bei uns möglich? Wie sagte ich vorhin, ich mache keine Anfängerfehler, Herr Kollege. Über Kollegen, über Kollegen äußere ich mich nicht und mal rein hypothetisch, was wäre hier, weiß ich nicht. Dort zeigt es, welche Rolle und welchen Namen Gary Lineker hat, zu Recht. Also ein brillanter Analytiker, ein brillanter Rhetoriker, also das ist Englisch sowieso eine sehr schön präzise Sprache und die beherrscht er wie kaum ein anderer. Der Spruch eben über die Deutschen, so was musste mal kommen. Also, ja, dort man spürt, pass auf, das ist auch ein Eingriff von einem Sender dann in eine Grauzone. Privat, jemand äußert sich, hat er zum Mord und Totschlag aufgerufen? Nein, sondern hat sich ein bisschen sehr drastisch geäußert, aber ich will sie wieder von vorne anfangen. Und ja, das haben andere so empfunden und ja, das ist in England möglich. Vielleicht
wäre es gut, wenn wir so gefragt wären, das auch so ähnlich machen täten, wenn wir daraus lernen täten. Aber wir müssen ja nicht. Und da war ja sehr viel Konjunktiv drin. Eben, in dem deswegen, Satz. Wir müssen ja nicht. Ja, ja. Gut, es gab in Deutschland auch schon Fälle, wo Moderatoren abgesetzt worden sind. Jörg Dahlmann beispielsweise. Ja, aber da haben sich einige, ich auch gesagt, das ist ja lächerlich, was Kai da macht. Das ist ja absurd. Wegen so einer, wegen der Formulierung. Der Sushi-Vergleich, ne? Weil er gesagt hat, Japan im Land der Sushis. Was also, ja auch stimmt. Ligro, sei Gott, ja. Ehrlich. Ja. Ja. Also da gab's auch ein bisschen was. Ist aber nicht vergleichbar. Doch, es war für Jörg Dahlmann was vergleichbar. Und das war idiotisch. Aber zum Schluss, er heißt Winston mit zweitem Vornamen, der Gary Lineker. Das haben die Eltern 1960 schon mit einem tieferen Grund gemacht. Es erinnert an Winston Churchill, den Siegerpremier des Zweiten Weltkriegs, der das Nazireich ja in vorderster Front besiegt hat, der Erfinder des Victory-Zeichens. Deswegen die Prognose, wie wird's ausgehen? Wird Gary Lineker am Ende auch das Victory-Zeichen machen können und wieder Match of the Day moderieren? Also ich habe gesagt, ich bin gespannt, wie die aus der Sackgasse rauskommen. Gary Lineker ist viel zu klug, um dann ein Victory-Zeichen zu machen. Aber ich glaube, so wird keine, also die BBC ist jetzt dran. Sie haben sich da verrannt. Sie kriegen keinen Shitstorm, sondern mal einen richtigen Gegenstorm, also den Wind, den man auch spürt und nicht der einem sonst wo vorbeigehen kann zuweilen, so mache ich's. Und sie werden auf ihn zugehen müssen und man wird das in einem vernünftigen Gespräch öffentlich ausräumen können. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Lineker sagt, du, ja, ein Halbsatz weniger, die Meinung zu der Flüchtlingspolitik dieses Landes lasse ich mir von niemandem nehmen und die wiederhole ich auch noch gern, lass aber den Nazi-Vergleich weg. Und dann werden sie wieder Spiele mit Lineker und mit anderen senden. Denn sonst, das wäre ein Kulturschock für dieses Land. Ja, die BBC hat jetzt erklärt, er wäre ein sehr talentierter Moderator. Nicht gut. Nicht gut, das habe ich schon mal gehört. Ja, über ja. Hässler ist ein talentierter Spieler. Das, das ging auch nicht gut aus für den Trainer. Ja, genau, eben. In Dortmund nicht gut. Was, ne? Gut, jetzt, liebe Zuschauer, sind Sie der große Gewinner, denn ich wechsle mich aus und ich hole Valentina Maceri rein, die übernehmen wird. Und jetzt wird's international. Very international und very digital. Ich habe die Digitalisation mitgebracht. Ich war da mit meinem Laptop anstelle eines Zettels. So, Herr Reif, wir wollen über den internationalen Fußball sprechen und starten gleich mal in Spanien, in La Liga, Athletic Bilbao gegen Barcelona und die Katalanen mit der Generalprobe für den nächsten Sonntag, denn da steigt das El Clásico. Und das ist Sergio Busquets gegen Dani Garcia und dann Rafinha, der abschließt zum 1:0. Aber der Jubel verstummt relativ schnell, weil der Linienrichter sich zu Wort meldet. VAR kommt zum Einsatz und sagt, das Tor von Rafinha zählt doch. 1:0 für Barcelona. Und lassen Sie mich raten, dann fielen noch 5 Tore für Barcelona? Nee. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich weiß es. Da Sie das meinen. Wir hatten ja die europäische Woche hinter uns. Champions League, Europa League, Barca nicht mehr mit dabei. Was zeigt Barca gerade für ein Gesicht? Das 1:0 Gesicht. Sie gewinnen solche Spiele 1:0. Das kann man auch unentschieden spielen in Bilbao. Das ist immer für Bilbao und für andere in Spanien sind die Spiele gegen Barcelona und Real die Spiele des Jahres. Aber Barca gewinnt die zuletzt mit 1:0. Die haben ein absurdes Torverhältnis. Ich glaube, 8 Gegentore in La Liga. Das ist nicht Barca, wie Barca früher war, Tralala und Hopsasa. Und 3 Tore von Messi und dann noch, gucken wir noch, wer dann noch eins macht. Immer so 5-3-5. Das machen sie nicht mehr, sondern sie sind ein sehr seriöser Fußball. Also eine Maschine fast geworden unter Xavi. Und das führt dazu, dass sie 9 Punkte Vorsprung haben vor Real. Und dass sie etwas aufbauen, was international dann wieder Gewicht haben soll. Ob das, frage ich mich immer, ob das die 100.000 im Nou Camp, ob die das so gutieren werden, auf Dauer bin ich mal gespannt. Schauen wir mal in die zweite Halbzeit rein, Herr Reif, denn Barca war auch anfällig in diesem Spiel. Das ist die Tabelle der Katalanen, die wird denen gefallen, 65 Zähler auf dem Konto, Platz 1 vor Real Madrid. Gegen die, wie bereits angesprochen, spielen sie am nächsten Sonntag, 19. März, dann das nächste El Clásico zu Hause im Camp Nou gegen Real Madrid. Was erwarten wir da für ein Spiel? Kann Real diese Meisterschaft nochmal irgendwie spannend machen oder ist die Nummer durch? 9 Punkte Vorsprung ist eine Menge. Selbst wenn sie da gewinnen, hast du immer noch 6. Also ich glaube, die Meisterschaft ist durch, aber für Real wird es ein dramatisch wichtiges Spiel, weil, wie ich schon sagte, die Barca kann sich ein Unentschieden leisten und lacht sich tot.
Für Real ist 9 Punkte Rückstand nicht akzeptabel. Ja. Dann werden die sagen, dafür gewinnen wir über die Champions League. Ja, dann musst du sie aber auch gewinnen am Ende. Also das wird natürlich wieder, wer das nicht guckt, der versteht Fußball nicht. Das ist dann schon wieder die große Nummer. Aber da hast du genau das Gegenstück. Die einen, die Offensive, Vinicius Junior und andere, Benzema. Und bei Barcelona guckst du Ter Stegen, hält die Null, super Torhüter und eine Abwehr, die international dir Meisterschaften gewinnen kann. Und schon zu Hause. Wo auf jeden Fall die Meisterschaft nicht mehr spannend ist, Herr Reif, ist in Italien, Napoli. Gucken wir auch rein gegen Atalanta Bergamo. Die Napolitaner ja mit 15 Zählern Vorsprung in der Tabelle, unangefochten auf Platz 1 in der Serie A. Das ist Kvaratskhelia, der MVP des Monats Februar in der Serie A. Wer sollte es sonst sein? Und der ist auch derjenige, der das 1:0 für Napoli markiert. Kvaratskhelia zum einen, zum zweiten wie im Training durch Slalomstangen. Und dann markiert er in der 59. Minute das 1:0. Herr Reif, besser kann man das nicht machen. In Napoli trägt er den Namen Kvaradonna mittlerweile. Den haben ihm die Fans gegeben. Sind sie in Napoli sehr schnell dabei und dann... Haben wir hier noch das 2:0 Ramani per Kopf nach Standard und dann war die Nummer auch durch. Kvaratskhelia mittlerweile übrigens bei 11 Vorlagen und 11 Toren angekommen. Also er ist sicher mit das hottest Item on the market. Also das, und Napoli wird den nicht verkaufen. Das dem zuzugucken, das ist schon, wenn sie mir sagen, erstens weiß ich bis heute, habe ich Mühe, ihn auszusprechen, das übe ich noch. Und wenn da geht sie übrigens nicht allein. Ist so. Und wenn sie mir sagen, sie haben den letztes Jahr von dem schon mal was gehört, dann ich kein bisschen. Der kam wirklich wie ein Wirbelsturm da auf die Dinge. Das mit dem Kvaradonna, das geht in Neapel sehr schnell. Aber hier, das war Bergamo. Bergamo ist eine der potenziellen Jäger von Napoli. Und das machen sie mit einer Ruhe. Und ganz Italien sagt ja immer, außer Neapel sagt, ja, im Frühjahr, da kommt aber dann wieder der Absturz, wie ihr seit Jahrhunderten, ihr gewinnt nie was. Die machen sich lustig über alle. Roma verliert zu Hause gegen Sassuolo, glaube ich, und Inter verliert und Lazio verliert. Alle. Und deswegen 15 Punkte Vorsprung, weil das hat es zu Juve-Zeiten noch gegeben, als, na, das sage ich jetzt nicht. Wir haben so viele Punkte Vorsprung, wie Juve abgezogen wurden. So, als da noch die Geldströme flossen, wollte ich jetzt gerade sagen, hatte Juve diesen Vorsprung. Das ist lang her. Also Neapel. Ein völlig unitalienischer, wunderbarer, offensiver Fußball. Hauen die Frankfurt nächste Woche aus der Champions League raus? Ja, das hat Frankfurt gesagt, null Chance und die müssen sie nutzen. Aber das wird schwer. Sehen Sie die Napolitaner für ganz, ganz oben, auch in der Champions League? Weil sie die sind, die nichts zu verlieren haben. Nichts. Ja. Alle anderen. Real habe ich Ihnen gerade gesagt. Bayern sofort Krise, wenn die Champions League nicht gewonnen wird, spätestens nach dem verlorenen Finale. Alle anderen, City, Guardiola, weiß ich nicht, dreht am Rad, wenn er es diesmal auch wieder nicht gewinnt. Also, sie können ja alle nennen, die sie wollen. Napoli sagt, Kvaratskhelia, kanntet ihr den nicht, aber der macht euch jetzt gerade Knoten in die Beine. So, also, deswegen, die sind sicher der gefährlichste Gegner im Topf. Blicken wir da auch nochmal auf die Tabelle der Serie A, wie bereits angesprochen, von der Tabellenspitze grüßt Napoli. Das Ding ist denen auch nicht mehr zu nehmen. Dahinter Inter Mailand, es sind sogar mittlerweile 18 Punkte durch die Niederlage von Inter Mailand, Herr Reif. Ja. Nicht mal mehr, nur 15. Auf der 3 Lazio mit 49 Zählern, Milan 47. Milan spielt heute Abend, also wenn die nicht gewinnen, dann sind es wirklich allen Ernstes 18 Punkte. Ein Punkt gleich und dahinter. Ist ja mehr als PSG. Zu denen kommen wir gleich. Aha. Gute Überleitung. Machen wir doch. PSG zu Gast bei Brest aus der Champions League. Gegen die Bayern ausgeschieden. Aber das müssen Sie mal auf der Zunge zergehen. Also du verlierst, fliegst gegen Bayern raus. Die Saison ist beendet. Ja, du wirst Meister in Frankreich. Es gibt nichts mehr zu spielen. Nichts. Doch, du musst nach Brest, Bretagne. Dort steift der Wind. Dort regnet. Dort ist es nicht lustig. Und lustig war das Spiel für du heißt Pariser Messi und Mbappé und darfst wieder. Wir blicken gemeinsam rein in die 37. Minute. Das ist Carlos Soler, nachdem Marco Bissot den zentralen Abschluss von Mbappé nach vorne abprallen lässt. Das ist sicherlich auch unglücklich, kann man besser lösen als Torhüter. Und dann ist es Carlos Soler in der 37. Minute, der das Ding da einnetzt. Und dann sind wir in der 43. Herr Reif. Dieser Pass. Und dann ist es Honorat. Sehr schön. Der hier keine Zweifel daran lässt, dass er dieses Ding machen will. Und so steht es. Bei Stade Brest dann plötzlich
1-1. Nach einer Halbzeit. Aber und dann passiert, was immer passiert. Mbappé rettet Paris Saint-Germain mal wieder den Allerwertesten. Auf Pass von Lionel Messi. Das ist die Szene. Zuckerpass von Lionel Messi auf Mbappé. Und Mbappé macht das, was er am besten kann, nämlich die Spiele für Paris Saint-Germain zu interessant verteidigt, aber von Brest. Also du steht 1-1, damit könntest du berühmt werden. Aber der Pass von Messi überragend, da gibt es keine zwei Meinungen, glaube ich. Und aber dann lässt du Mbappé 50 Meter zum Sprinten. Dann Usain Bolt hätte Mühe, ihn zu schnappen noch. Aber haben Sie auch das Gefühl, dass Mbappé mit einer der wenigen oder sogar der einzige Star bei Paris Saint-Germain ist, der wirklich auch erfolgshungrig ist in dieser Mannschaft? Also gegen Bayern hatte ich das Gefühl, gewinnen der wollen Hunger sie fehlt. Alle. Gewinnen wollen sie alle, aber die Balance zwischen Abwehr und zwischen also defensiven Fußball und offensiven Fußball stimmt nach wie vor nicht. Und es sind sicher einige Ältere dabei, die ja, denen vielleicht das Feuer fehlt. Sie werden neu denken müssen. Und die Frage wird sein, unter Führung von Mbappé oder ist er der Erste, der weg ist? Und dann können Sie so, müssen glauben Sie, dass Mbappé gehen wird? Normal, der Plan stand jetzt zumindest, soll ja sein, dass um ihn herum der große Umbruch stattfindet und er der Leader wird. Das ist der Plan. Wenn er das akzeptiert, dann wird er einen Kindergarten erstmal führen müssen und aufbauen müssen. Will er das oder sagt er, obwohl, also ein Geld wird sich scheitern bei einem 600-Millionen-Vertrag. Nein, aber die Real Madrids dieser Welt werden natürlich, wenn sie die Champions League zum Beispiel nicht gewinnen sollten, dann werden die natürlich was bieten müssen. Und dann, auf wen gehst du dann los? Vor allem, wenn du es im Keller ja irgendwo noch drucken kannst, das Geld. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und dann werden sie Trilliarden auf den Tisch knallen und sagt, nochmal, Mbappé wird das entscheiden, niemand anders. Er selber sagt, mach ich. Ich bleibe hier, werde hier zur Ikone in Paris. Oder er sagt, Leute, lasst gut sein. Macht das anders, aber ich bin weg. Herr Reif, ich würde sagen, wir stellen uns wieder in die Startaufstellung. Ja. Das heißt, alle Spieler kommen wieder aufs Spielfeld. In die drei, der internationale in die vier, Fünferkette. Ist damit erledigt. Die Reif-Tipps machen wir die noch schnell. Unsere alle Halbverteidiger, Carly Hunderberg, weiter starten heute. Englische Spieler. Tipps müssen sein. Tipps müssen sein. Deshalb gucken wir vom internationalen Fußball natürlich auch noch auf die Bundesliga alle gemeinsam. Auch bei der 300. Sendung darf das nicht fehlen. Die Tipps von Marcel Reif, so tippt er die europäischen Wettbewerbe. Damit fangen wir an. Die Champions League haben Sie ja schon gesagt. Napoli haut Frankfurt raus, 2-0, genauso wie im Hinspiel. City gewinnt gegen Leipzig mit 3-1 und löst damit das Ticket fürs Viertelfinale. Inter und Porto trennen sich 0-0. Liverpool und Real Madrid 1-1, heißt Real Madrid und Inter Mailand kommen weiter. In der Europa League gewinnt Union Berlin nach Elfmeterschießen mit 4-3. Leverkusen mit einem Unentschieden und Schmeckertipp. Gewinnt 2-1. Das ist sehr genau getippt, Union Berlin. Ja, ich dachte mal, mal sehen, was ihr damit anfangt. Mal was, auch Buchstaben mal was Mutiges im Leben machen. Ja, ihr zwingt mich zu den Tipps, dann müsst ihr auch mit sowas mal leben. Und wir kommen zurück mit einer Breaking News zum Fall Gary Lineker. Extra als bestellt für die 300. Sendung. Als hätten Sie es geahnt, soeben hat die BBC bekannt gegeben, zusammen mit Lineker, man habe eine Lösung gefunden. Lineker wird am kommenden Wochenende wieder moderieren. Und Achtung, die BBC entschuldigt sich. Da würde ich sagen, Victory-Zeichen für Gary Winston Lineker, oder? Ja, gut. Entschuldigen ist dann auch wieder zu viel. Es reicht, wenn du, weiß ich, ich kenne die Worte auch nicht, aber wenn Sie sagen würden, wir haben sich über das Ziel hinausgeschossen. So ungefähr haben Sie es informiert und sich apologized. So, und dann, er wird nicht kein Victory-Zeichen machen, da bitte ich. Den einzigen Fehler, den Sie gemacht haben, die Breaking News, hätten Sie mal in deinem Blog Gary Lineker. Aber die 10 Minuten verzeihen wir Ihnen. Aber wir wollen natürlich Zeitumstellung in England. Nochmal zurück zu den Outfits kommen, Herr Reif. Wie könnten wir auch nicht? Ja, Sie wurden ja ausführlichst ungefähr jede Sendung für Ihre Sakkos, für Ihre Anzüge und Ihre Outfits gelobt. Deswegen wollen wir mal blicken auf 299. Das 300. Outfit tragen Sie ja live heute. Auf 299 Outfits von Marcel Reif bei Reif ist live hier bei Bild. Mhm.
300, Herr Ralf, wir können Ihnen die Frage nicht ersparen. Gibt es das eine Ralf-Sakko, wo Sie mit feuchten Augen morgens vorm Kleiderschrank stehen und sagen, ah, da bist du wieder, komm zu mir? Nein, gibt das eine nicht. Mal jeden Tag, mal ist mal dieses, mal jedes. Aber es sind, nur ganz kurz, es sind keine 300. 300 wäre mehr als der KDW, glaube ich, hier bei euch in der Herrenabteilung hat, in allen Größen. Also das, ihr habt sicher gesehen, immer wieder mal in anderen Kombinationen. Ja. Das müsste man hier als kleine Kritik anmerken. Also es hat sich zwischendurch dann doch wiederholt. Das Schöne ist, Herr Ralf, dass Sie uns ja in der vergangenen Woche einmal kurz reingelassen haben bei sich. Und wir haben in den Ralf-Kleiderschrank einmal kurz geguckt. Darum können Sie uns einmal sagen, hier die Leiter, was hat es damit auf sich? Die braucht man, sonst kommt man nicht. Die Anzüge sind oben. Das sind die Sakkos und oben sind die Anzüge. Okay. So. Nicht mehr, nicht weniger. Und hier sehen wir noch mal ein bisschen Stilkritik. Das ist ein Outfit bei meinen Schweizer Freunden, den kriegen wir gestellt vom Ausrüster. Und da habe ich mich auch für ein bestimmtes Petrol entschieden, einfach um da mal zu sehen, was sie sagen, wenn ich es anziehe. Die trauen sich aber nicht zu meckern. Also die Kollegin Natascha Gottlieb war mit Theo Klein bei Ihnen. Und den Kleiderbügeltrick, den können Sie noch mal für alle verraten. Sakko muss ja hängen irgendwie. Normal kriegst du Sakko ohne Kleiderbügel. Ich sage immer wieder, geben Sie mir einen richtig schön, aber aus Holz. Kleiderbügel, sonst nehme ich das Sakko nicht. Das machen wir eigentlich nicht. Eigentlich mache ich es auch nicht, aber ich nehme ihn jetzt. Dann kaufe ich es eigentlich auch nicht, das Sakko. Und dann zack. Aber hat an der Stelle funktioniert geklappt. Immer. Also auf der einen Seite immer wieder Marcel Ralf und die Kleidung. Wir haben auch sonst ein paar Sachen erlebt, wollen noch mal so drei, vier Bilder der vergangenen 299 Sendungen an der Stelle zeigen. Es wurde mal geschüttelt hier bei Ralf ist live damals. Sorgte für große Aufregung. Da hatten wir extra, Sie waren zugeschaltet, es war während Corona, hatten mit Mundschutz, wirkt fast wieder andere Zeit. Dann gab es die Sendungen, wo wir beide geschaltet werden mussten. So, ja. Hier nur im Studio, zwei Gläser Wasser. Und Arsène Wenger war da, sicherlich ein besonderer Moment, oder Herr Ralf? Ja, weil ich ihn sehr schätze. Nicht mehr so sehr für vieles, was er danach, oder einiges, was er danach noch so in seiner Nachtrainerzeit erzählt hat, aber als Trainer. Und dieses Outfit, das fehlte gerade in Ihrem Schrank. Wo hängt der, die das killt? Ja, das hängt bei mir auf der Almhütte, wo wir Silvester feiern und Weihnachten. Und da ziehe ich den immer an. Aber das hatte ich damals irgendwie im Überschwang der Gefühle gesagt, bei der 250 war es. 250. Da habe ich gesagt, dann, wenn wir das schaffen, 250 Sendungen, immer nur einfach über Fußball quatschen. Und wenn wir das hinkriegen, dann komme ich mal im Kilt. Den habe ich schon viele, viele Jahrzehnte. Und wer immer gegrinst hat in der Familie, hat es sich abgewöhnt. Wurde eines Besseren belehrt. So, jetzt haben wir die 300 erreicht. Und wir haben lange überlegt, wer ist ein Experte für die Zahl 300? Da gibt es nicht so viel. Wir haben aber einen gefunden, sogar einen Weltmeister. Uwe Bein hat genau 300 Bundesligaspiele bestritten. Ah, großer Fußballer. Uwe Bein wird Ihnen jetzt auch mal die wichtigste Frage des Tages stellen. Hallo Marcel. Wir sind uns zwar persönlich noch nicht begegnet, aber ich glaube, dass du es trotzdem okay. Wollte dir recht herzlich zu deiner 300. Sendung gratulieren. Für mich war nach dem 300. Bundesligaspiel Schluss. Ich gehe aber mal davon aus, dass du mit Sicherheit die 400 angreifen wirst, oder? Ja, schon gut. Nein, das ist erstens Uwe Bein. Ich habe den als Fußballspieler oft gesehen und hochgeschätzt. Ein wunderbarer Mittelfeldspieler. Wirklich einer der ganz großen, vielleicht nicht so sehr besungen, wie er es verdient gehabt hätte. Und sagen Sie es einmal bitte, Herr Reif, wo hat Uwe Bein auch gespielt, damit wir beide in einer Sendung? Frankfurter Eintracht. Und beim HSV. Keine beim Sendung HSV. Mit uns beiden, ohne dass der Name HSV einmal fällt. Aha. Ja, ich wollte jetzt nur die guten Dinge. Nein, also, Uwe Bein, erstens vielen Dank. Zweitens die Frage, weiß ich nicht, dass wir sind in Gesprächen, in guten Gesprächen, und wenn Real Madrid anruft, dann wisst ihr, dann muss ich gehen. Wenn nicht, dann werden wir sehen. Am Freitag geht's auf jeden Fall weiter. So viel kann man an der Stelle verraten. Gut. Freitag, 10.30 Uhr, Sendung 301. Haben Sie noch 100, eine Frage zum Ende? 400 zu sehen, das sind wie viel? 100, nur 2 Jahre oder was wären das? Nö, wir haben. Nö. Guck, es gibt uns jetzt 3 Jahre. 17. Februar 2020 war die erste Sendung. Im Schnitt hatten wir 100 pro Jahr, weil wir am Anfang ja mit 3 Sendungen pro Woche gestartet sind in der ganz, ganz wilden Zeit. Und jetzt, EM24 ist für uns alle ein Fernziel. Mal gucken. Wie heißt es im Fußball?
noch haben sie Vertrag. So, gefährlich. Und wir gehen ja nicht vertragslos ins kommende, ja, in die kommende Saison. Fußball, die nächste Sendung ist jetzt die wichtigste. Ja, erstmal am Freitag wieder abliefern, alles andere sollen dann die anderen klären. Und dann wird von Sendung zu Sendung gedacht. So. Also ich würde sagen, das war's damit von Sendung 300, Reif ist live. Matthias hat es schon gesagt, am Freitag geht's weiter. Und Herr Reif, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich finde, die Kollegen könnten ja... ab jetzt immer Krawatte tragen, damit sie outfittechnisch zumindest fast an ihr Niveau kommen. Es ist ein freies Land. Jeder, wir sind hier nicht bei der BBC. Solche Vorschriften werden nicht gemacht, sondern jeder so, dass er sich wohlfühlt. Ich danke fürs Zuschauen und würde sagen, wir hören dann zum Abschluss nochmal Opus. Nicht Live ist live, sondern Reif ist live. Der war seiner Zeit einfach voraus und wusste, eigentlich heißt es Reif ist live. Bis zum nächsten Mal. Selten hat ein Song einer Feier so gut getan wie heute. Reif ist live! Na, 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 na. Alles, alles Gute! Reif!